Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Folge Fahrt. Part der Fahrt. Kepo Kapo. Ja. Malphite Top. Musste blind picken. Und blind pick zurzeit ist brutal. Ja, es gibt nicht so viele Champs, die man wirklich blind picken kann. Also kann man schon. Ja, aber man endet meistens in dem Counter-Pick. Von daher, Malphite eigentlich immer eine Safe-Variante. Weil man, auch wenn man hinten liegt, immer nutzvoll ist fürs Team. Kein Invade mit Blitzcrank. Was ist da los? Gleich von der Topseite. I will get hurt at this game, I think. Okay. Selbst schuld, Alter, wenn du so einen Scheiß nimmst. Aber Scheiß, aber. Ja, Jinx gegen die. Auf jeden Fall, er braucht super schnell Quicksilver. Ja, gegen Warwick Ultimate. Und hier. Fizz muss aufpassen. Dass er nicht geultet und dann insta gebürstet wird. Aber ich glaube, da kann ich ihm helfen. Vielleicht kann ich sogar den Warwick ultimaten. Wahrscheinlich nicht so geil ist, aber. Überleg, ob ich W nehme zum Anfang. Dass er gegen Flank geht, damit Mana. Ich hasse das. Jetzt wird er die ganze Zeit Q, 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 Q. Das ist so ätzend. Vielleicht, wenn wir reinpushen, vielleicht kann er dann nicht die ganze Zeit seinen Kack-Q-Spam. Weil er es dann zum Farmen benutzen muss. Oh, das war ein guter Trade. Hätte er mir mit seinem True Damage gegeben, dann würde es schon ein bisschen mehr aussehen, aber so. Das ist gar nicht so schlecht. Ah, es sieht doch schon besser aus, wenn ich pushe. In dem Matchup natürlich auch TP. Ich merke mittlerweile wieder, ja, TP setzt sich langsam wieder durch. Immer mehr Leute spielen wieder TP. Und leider Gottes muss man dann followen. Ja. Oh la la. Fuck. Gibt zu viele Turret Hits. Will lieber warden. Obwohl Warwick Early Game wird eben wahrscheinlich nicht gegen, sondern wird durchfarmen. Nope. Jawohl, hab den Autodeck auch nicht wieder bekommen. Das war gut, wichtig. Diesmal läuft es viel besser. Letztes Mal wurde ich, als ich das Matchup gespielt habe, von dem Gangplank platt gemacht. Dieser True Damage, das tut so brutal weh. Überleg, ob ich weggehen soll. Ich glaube, er wird mich nicht killen. Oh, God bless. Er hat den Auto-Tag nicht rausbekommen. Hat er sich selber überrascht, dass er aber immer so viel Schaden gemacht hat. Das war close. Miroslav. Mit ein paar Potions. Den Auto-Tag auf mich gemacht. So, jetzt habe ich meine Rüstung. Ich
Muss aufpassen, wenn er jetzt gleich wieder seine Pässe verbatt. Ich warte einfach auf die Wave. Und werde auf mein Schild. Ich lasse sie jetzt pushen und hoffentlich kommt ein Lee Sin. Level 6 sollte er eigentlich Free-Kill sein. Gangnam wird jetzt aber auch Level 6 sein, oder? Nach der Wave? Noch nicht. Ah, da ist er. Hallo. Ich glaube, ich werde den Damage jetzt einfach nehmen. Geh weg mit dem True Damage. Okay. Wird jetzt Pressure haben. Alles klar. Hol die Mate raus. Geh mal zurück, haben wir jetzt Sunfire ab. Ich habe wieder 3 Potions. Warte auf das letzte noch, solange ich regge. Ja, Potions gegen Gangplank, das Wichtigste. Hat immer noch keine Ultimate, kein Flash. Kann doch ruhig top kommen eigentlich. Wir sind sogar noch im Farm vorne. 4 Farm immerhin. Oh mein Gott. Nice Flame. Yes. Hätte einfach weggehen sollen, ey. Da. Kann vielleicht roam. Ein Ward. Ich habe keinen Ignite. Mit Ignite hätte ich ihn bursten können, wenn er die Jinx zu mir getroffen hätte. Oh, immerhin. One for one. Naja, Gangplank natürlich mit seiner scheiß Ultimate kriegt den Kill. Immer so. Immer so kriegen die immer Assists und Gold. Da. Warwick Level 6 schon. Er hat schon einen Gank gemacht. 2 sogar. 2 Assists. Oder sowas. Wen natürlich als zweites maxen. Wahrscheinlich gerade weggegangen. Dann machen wir hier mal Push. Bitte. Good job. War noch Miss. Ich will das reinpushen und wie gesagt, vielleicht Mitte roam oder sowas.
Ah, wird's wissen. Er wird gegrabt, Rip. Good job. Ich kann jetzt sogar backen und wahrscheinlich sogar noch top retten. Sunfire ab. Gut. Nice. Ein HP. Also der Ward. Da, da, da. Aber ich kann tanken. Good job. Ich nehme jetzt den Gold hier. Ja, ist Mitte auch gestorben. Nice. Jetzt müssen wir einfach nur noch auf Warwick aufpassen, dass jetzt keiner stirbt durch Warwick. Da ist er. Ah, der hat Solo Dragon gemacht. Oh, Rip Double Buff. Oh, vielleicht auch nicht. Doch. Leider. Obwohl, wir können den nochmal töten wahrscheinlich. Ich drehe mal mit runter. Obwohl, ne, ne. Wir gehen erstmal weg. Ich hole mir Sockrishur hier. Ich will bursten. Oh, er ist Rip. Red Buff. Doch nicht? Ah, Gangplank Ultimate. Oh. Echt cooler Jinx genau. Nice. Haben sie aber schön aufgereiht für mich. Nein, mein Tod. Guck, er hat nichts gemacht, der Gangplank. Irgendwo anders. Zwei Kills. Alles klar. Oh. 44 HP. Jetzt läuft's gerade gut. Überleg mir, ob ich noch jetzt mehr erholen soll oder. Ich glaube, ich werde jetzt direkt auf Frozen Heart gehen. Ba-ba-da-ba-ba. Ich wechsle halt. NP. Noch wer? Wer war das? Das war Victor. Ah, oh, der war auch in der Nähe. Oh! Ist er tot? Oh, Gott sei Dank. Mal hin, was bekommen. Oh, ich schau mir hier Action Ruby. Ist mir Mana. Drei Kills. Alles klar, der hat einfach mal ein paar Assists und Kills. So ein nerviger Champion, er hat nichts gemacht eigentlich.
Und er hat 3 Kills, 1 Assist. Er hat sich nicht einmal, glaube ich, von der Lane bewegt. Aber noch einmal hat er TP'd, glaube ich. Ich bin nicht mehr sicher, ob bei Bottom oder nicht. Ich habe noch kein TP, Boys. No! Vielleicht auf die anderen draufballern sollen. No! Er kriegt den Reset nicht! Doch, da kommt die! Oh, schöner Flash. Nice. Good job. Ich hätte wahrscheinlich die Menge ultien sollen. Das war close. Ich hätte vielleicht einen Cookie nehmen sollen. Aber die große Rakete. Von daher war eh RIP. Alles klar. Wird squishy sein. Und unsere Jinx ist fett. Hatte keine Ulti. Um zu interrupten. Wer müsste denn eigentlich haben? RIP. Vielleicht hätte ich ihn saven können mit einer Ultimate. Er hat sehr lange überlebt, das hat mich echt verwundert. Er hat eigentlich nichts an Items, aber hat getankt wie ein Wahnsinniger. Ein bisschen mehr noch. Wird jetzt Frozen Heart und danach Spirit Visage. Noch TP ab. Die haben 2 Drachen. Dann ist die Vora fertig. War auch passend, ey, wenn das hat. Und Gangplank. 5-1-2. Best Champ. Oh. Heal. Alter, der Sound von dem Skin, lol.
The fuck? Wieso warten? Wieso? Hau drauf! Oh! Nice! Puh! Ich glaube, wir können gar nicht... Wenn wir wirklich gegroupt sind, glaube ich, können wir gar nicht Teamfight verlieren. Wenn wir anfangen, Gold zu machen... Wenn ich Ultimate habe und mich engagen lassen, dann glaube ich, können wir gar nicht verlieren. Nice. Okay. Let's just back in. Slap, slap, slap. Alles klar. Ich komme. Er wollte mich einfach nicht ultien. Nice, nice. Habe ich jetzt? Ja. Perfekt. Die Wave habe ich gebraucht. Wolf agreed. So, und jetzt rein. 30% Cooldown Reduction. Bitte wartet auf meine Ultimate zuerst. Wieso engagen immer, wenn ich fucking kein Ultimate habe? Immer! Oh, das ist falsch mit dem. Könnte man auch fighten. Never mind.
Uff. Ich glaube, ich kann sie so ziemlich lange tanken. Oh, schön gedodged. Irgendwie macht er keinen Schaden, da kommt es mir vor. Ah, good job. Jetzt verreckt er wieder. Weiß gar nicht, was ich mir kaufen soll. Vielleicht ein bisschen AP. Ein bisschen hat er schon? Hat er gar nicht, lol. Ich hab mir ein bisschen noch für mehr Schaden. Gönn dir Jinx. Scheiße, hätten wir den Baron bekommen, ey. Ich habe extra den Warwick-Ulti, damit er irgendwie quasi ein bisschen interrupted ist. Und sich nicht aufs Schmeid konzentrieren kann. Aber, pff, nope. Der hier ist ja richtig emo drauf. Der Fizz. Ein bisschen aufpassen. Aber nur Gruppen, Leute. Nice. Und dann wieder mir irgendwie nur Schaden macht. Komm gleich TP ab. TP ab, aber noch kein Ultimate. What the fuck war das? Ein Sound. Mal wieder nicht warten. Ich komme. Oh, die sind auch nur zu viert. Oh, schade. Nice.
Einen Turm holen. Das Game ist so weird. Die sind so komisch, dieser Fizz. So salty. DJ Salt. Ei, ei, ei. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon mehr. Ich weiß gar nicht, ob es sich hier lohnen würde. Vielleicht noch ein bisschen mehr AP. Also, da bist du auf jeden Fall. Ich habe mir. Ich glaube, ich habe mir Warmox. Warmox würde auch ganz gut klatschen. Konnten halt in der Mitte wieder nicht warten. Ich hätte halt von der Seite kommen können und dann wäre halt Pentakill für mich gewesen, quasi. Ja. Schaut sich einen an. Was für ein... Go, 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 Jinx. Dann bin ich sogar finished. Ich glaube, wir können sogar finishen. Good job. Was für ein Typ, Alter. Holy moly, ey. So ein Kind, der Fizz. Wenn das auch noch der echte Sauron war, dann, so ein Faggot, ja. So, der wird auf jeden Fall reported. Weiß gar nicht für was. Weil der hat der einfach, der ist einfach reingegangen, hat gefeedet. War das mal. Und das auch. Negative Attitude. Aber ein schönes Game von der Jinx und mir. Rush hat auch sehr gut gespielt. Alter, mein Damage 28.000. Das ist schon krass. Aber Gangplank 38k. Ich hasse das. Der hat, wie gesagt, auf der Landing Phase, ihr habt es gesehen, er war 0-1-0 auf einmal 3-1. Zuerst 1-0, dann 1-1, 1-1-1, dann 2-1, dann 3-1. Oh, hier Ulti mal da, ein Kill da. NP. Okay, hat bei denen auch das gemacht. Wartet. Eigentlich war das genau dasselbe. Zack. So, naja, es war eine weitere Abfahrt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tag, Nachmittag. Tschüssi. Haut rein. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich im Stream vielleicht. Tschüssi.